18.41 Uhr Mekere ihnen auf dem Podium etwas mehr als 16 Sekunden dahinter findet sich Kaisa Mekere ihnen als Dritte im Ziel ein. Anastasia Kuzmina leidet auf der letzten Runde und muss im Zielsprint Marte Olsbu-Reuseland passieren lassen. 18.39 Uhr Sieg für Hermann. Auf den letzten Metern zum Ziel setzt sich Denise Hermann von der Teamkollegin ab und läuft mit 4 Sekunden Vorsprung ins Ziel. Franziska Hildebrandt hat keine Mühe, den zweiten Platz abzusichern. Doppelsieg für die Deutschen. 18.37 Uhr Schlussrunde. Auf der Schlussrunde schließt Denise Hermann zu Franziska Hildebrandt auf. Es bahnt sich ein deutscher Zweikampf um den Sieg an. Dahinter steuert Mekere ihnen dem dritten Platz entgegen. Kuzmina geht der Strom aus. 18.37 Uhr Hauser macht Boden gut. Lissa Theresa Hauser schießt im letzten Stehendanschlag nochmals ohne Fehl und Tadel und schnuppert an den Top 10. Elisa Gasparin muss zum Abschluss noch einmal in die Strafrunde, wie auch Franziska Preuß. 18:364. Schießenden Sieg haben die deutschen Biathletinnen sicher. Hildebrandt geht mit knapp 12 Sekunden Vorsprung auf die Schlussrunde. Hermann nimmt die Verfolgung auf. Danach ringen die jetzt fehlerfreien Mekere ihnen und Kuzmina um Rang 3. 18.33 Uhr letztes Schießen, nun gilt es für Hildebrandt. Der dritte Schuss geht daneben. Dabei bleibt es, die Deutsche muss zum ersten Mal in die Strafrunde. Was macht dann sie, Hermann? Auch sie lässt eine Scheibe stehen. Das ist die Chance für Vitozzi. Doch auch die Italienerin patzt. 18.32 Uhr Polster für Hildebrandt. Auf der Strecke bewahrt sich Franziska Hildebrandt eine knappe halbe Minute Vorsprung, also in etwa eine Strafrunde. Dann folgt Denise Hermann, die ihrerseits noch ein Guthaben gegenüber Vitozzi besitzt. 18.31 Uhr weitere Ergebnisse. Lisa Theresa Hauser und Elisa Gasparin arbeiten jetzt wieder tadellos, wie auch Franziska Preuß. Die drei Damen bewegen sich aber nach wie vor jenseits der Top 15. 18:303. Schießen Monika Heunisch kommt nach 2 Strafrunden als Vierte zurück. Es folgt Kaisa Mekere ihnen, die sich ihre insgesamt dritte Runde eingefangen hat. Anastasia Kuzmina steht inzwischen bei 4 Fehlern, ist immer noch Sechste, 18:273. Schießen derweil findet sich die Spitze wieder am Schießstand ein, bei etwas auffrischendem Wind. Franziska Hildebrandt ficht das gar nicht an, die legt alle Scheiben um. Und die Konkurrenz patzt. Denise Hermann muss eine Runde drehen, geht als Zweite zurück auf die Strecke. Es folgt die weiterhin völlig fehlerfreie Lisa Vitozzi. 18:264,5 Kilometer an der Spitze läuft Franziska Hildebrandt vor Monika Heunisch. Denise Hermann weist 17 Sekunden Rückstand auf, lässt aber Anastasia Kuzmina nicht näher kommen. 18:242. Schießen Elisa Gasparin arbeitet im zweiten Liegendanschlag fehlerfrei. Dafür muss Lisa Theresa Hauser kreiseln, wie erneut auch Lena Hecki. Vanessa Hinz und Caroline Heuchler fangen sich Strafrunden ein. Dafür kommt Franziska Preuß jetzt ohne Fehlschuss durch. 18:222. Schießen dann findet sich Kuzmina schon wieder am Schießstand ein und lässt diesmal 2 Ziele unberührt. Das ist die Chance für die Verfolgerinnen. Hildebrandt, Heunisch und Hermann nutzen das, geben sich wiederholt keine Blöße. Lisa Vitozzi und Kaisa Mekere ihnen räumen komplett ab. 18.21 Uhr auf der Strecke. Anastasia Kuzmina gibt läuferisch den Ton an, ist 10 Sekunden vor der Konkurrenz unterwegs. Dann folgen Heunisch und Hildebrandt im Gespann. 18:191. Schießen Lisa Theresa Hauser, Christina Rieder, Vanessa Hinz und Caroline Heuchler räumen alles ab. Elisa Gasparin und Lena Hecki lassen eine Scheibe stehen. 18:171. Schießen Marte Olsbu-Reuseland verfehlt eine Scheibe.
Hildebrand, Heunisch und Kuzmina tun das nicht und entschwinden schon wieder auf die Strecke. Danach kehrt die Norwegerin aus der Strafrunde zurück. Es folgt die ebenfalls fehlerfreie Denise Herrmann. Mäkäräinen muss sogar zweimal kreiseln. Dorothea Vira dreimal. Celia Almenier und Lisa Vitozzi arbeiten tadellos und bleiben in der Verlosung 18.14 Uhr. Erste Zwischenzeit. Kurz nachdem sich alle AthletInnen auf die Reise begeben haben, kommen Vornschönläuferinnen beim ersten Messpunkt durch. Kaiser Mäkäräinen macht Boden zur Spitzenreiterin gut. Und Franziska Hildebrand hat Gesellschaft von Monika Heunisch und Anastasia Kuzmina bekommen. 18.10 Uhr auf Gage. Um kurz nach 10 Uhr Ortszeit beginnt die wilde Jagd. Mathe Olsbu-Reuseland hetzt in diesem Moment los. Aus 4 Startkorridoren machen sich anschließend die Verfolgerinnen auf den Weg. Das Ganze wird gut 3 Minuten in Anspruch nehmen. In diesem Zeitfenster bewegen sich alle 60 Sportlerinnen. 17.57 Uhr Bedingungen. Längst ist es in Nordamerika nicht mehr so kalt. Frostbeulen wie noch vor einer Woche in Kenmore drohen nicht. Bei leichtem Frost zeigt sich der Himmel locker bewölkt. Der Wind weht nur schwach. Es deuten sich ziemlich gute Bedingungen für die Skijägerinnen an. 17.53 Uhr Favoritenkreis ganz vorn, gilt es, auf die formstarke Mathe Olsbu-Reuseland zu achten. Die Siegerin des Sprints bringt 12 Sekunden Guthaben mit. Dann folgt schon die Wieselflinke Kaiser Mäkäräinen. Als dritte startet die bereits angesprochene Franziska Hildebrand. Monika Heunisch hat nicht erst als Sprintvierte bewiesen, dass sie dort vorn mithalten kann. Mit weniger als einer halben Minute Rückstand lauert Anastasia Kuzmina. Innerhalb einer Minute zur Spitze bewegen sich wie Denise Herrmann zudem Dorothea Vira und Elisabeth Hückberg. 17.47 Uhr Schweizerisches Quartett. Alle 4 Eidgenossinnen hatten es im Sprint in die Top 60 geschafft und dürfen folglich heute wieder ran. Noch recht günstig liegt dabei Elisa Gasparin, der 1.17 Minuten zur Spitze fehlen. Auch Lena Hecki 1.43 Uhr hat erneut Aussicht auf einen Schwung Weltcup-Punkte. Darüber hinaus erwarten wir Susanna Meinen und Aita Gasparin mit gut 2,5 Minuten im Rucksack. 17.42 Uhr nur 2 Österreicherinnen verblieben. Dem ÖSV-Team gingen am Donnerstag bereits 2 Athletinnen verloren. Julia Schweiger kam gar nicht ins Ziel und Simone Kupfner tat das lediglich als 71. Somit bleiben für heute nur noch Lisa Theresa Hauser, die 1.43 Minuten zurückliegt, und Christina Rieder, der 2,5 Minuten ganz nach vorn fehlen. Für beide sollte im Vordergrund stehen, sich mit einem guten Wettkampf im Klassement zu verbessern. 17.37 Uhr deutsches Quintett bei der Rückkehr des Biathlon-Weltcups in den US-Bundesstaat Utah. Nach knapp 18 Jahren ergibt sich die Startliste aus den besten 60 Damen des Sprints. Zu denen gehören alle 5 in Soldier Hollow anwesenden Deutschen. Die beste Ausgangsposition besitzt Franziska Hildebrand, die als dritte von vorgestern 21 Sekunden Rückstand aufweist. Gut dabei ist ferner Denise Herrmann, 42 Sekunden. Mehr Hypothek schleppen Vanessa Hinz, Caroline Heuchler und Franziska Preuß mit sich herum, die alle 2 Minuten und mehr Defizit aufweisen. 17.25 Uhr Tagesaufgabe vor den AthletInnen liegt nun also, aufbauend auf den Sprint vom Donnerstag, die Verfolgung über 10 Kilometer. Dazu begeben sich die Sportlerinnen auf eine 2150 Meter lange Runde, die mit geringfügigen Distanzabweichungen 5-mal zu durchlaufen ist. In Wahrheit kommt somit sogar etwas mehr Wegstrecke zusammen. Für Abwechslung sorgen die 4 Schießeinlagen, die in der Reihenfolge liegend, liegend, stehend, stehend zu absolvieren sind. Jeder Fehlschuss ist in der Strafrunde zu verbüßen. 17.22 Uhr Willkommen. Herzlich willkommen zum Biathlon-Weltcup in Soldier Hollow.
wo im Rahmen der Olympischen Spiele von Salt Lake City 2002 unter anderem schon die Wettkämpfe der Skijäger stattfanden, steht nun die letzte Station vor den Weltmeisterschaften in Östersund auf dem Programm. Am heutigen Samstag blicken wir auf die Verfolger. Die Damen werden um 18:10 Uhr Metz beginnen.